Wenn im Juni das Altbachtal in Rot und Pink getaucht ist, dann ist es die Zeit der Almrose, welche alljährlich zur besonderen Attraktion der Gegend werden. Also für mich ist die Almrosenzeit eine der schönsten Zeiten im Jahr, wenn die ganzen Berge in Pink und Rot erblühen. Das ist zum Wandern und auch für alle anderen Tätigkeiten in den Bergen einfach wunderschön. Und so findet Ende Juni auch alljährlich das Almrosenfest mit allen möglichen Attraktionen für Groß und Klein statt. Ja, also wir haben immer am letzten Wochenende im Juni das Almrosenfest. Und das findet statt bei der Bergstation bei der Widersberger Hohenbahn. Und da haben wir die Alphornbläser, da haben wir Musik und Tanz und natürlich auch regionale Köstlichkeiten. So wird das Altbachtal alle Jahre wieder zum Schauplatz eines besonderen Naturereignisses. Aber auch sonst bietet die Gegend in einem Seitental des Inns einiges, was sie für Menschen von nah und fern sehenswert macht. In der Region liegen die neun Dörfer Altbach, Reit im Altbachtal, Gramsach, Brandenberg, Breitenbach, Münster, Brixleck, Radfeld, Kundl und mit Rattenberg die kleinste Stadt Österreichs. Ob man sich erholen will, dem Sport frönen oder die Kultur erleben, man kommt auf seine Rechnung. In Altbach wird seit 1953 ausschließlich im Altbacher Baustil gebaut, was eine einzigartige, sehenswerte Architektur bedeutet. Das Kongresszentrum ist nicht nur eine bemerkenswerte Sehenswürdigkeit, sondern auch der Tagungsort des Europäischen Forum Altbach, welches seit 1945 stattfindet und alljährlich führende Persönlichkeiten aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Kultur ins Dorf bringt. Auch die Blumenlandschaft in Altbach ist sehenswert. Reit im Altbachtal bietet ebenfalls eine breite Flora für das Auge. Mit der Seilbahn geht es von dort rauf auf den Reiterkogel, wo man der Wanderlust nachgehen kann. Große und kleine Wege, je nach Lust und Kondition, bieten sich dem Wanderer an, dem Sport, der Natur oder der Erholung zu frönen. Rattenberg ist nicht nur dafür bekannt, die kleinste Stadt Österreichs zu sein, sondern auch für seine zahlreichen Glasbetriebe. Außerdem findet hier im September die Rad-WM statt und so wird die kleinste Stadt gleich zweimal zum Startort für die Rennen. Einen gemütlichen Einkaufsbummel kann man ebenfalls unternehmen, durch die Straßen flanieren und nach Herzenslust einzukaufen. All das wird dem Stadttouristen hier ermöglicht und einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Wenn der Sommer besonders heiß ist, lädt der Rheintaler See zur Abkühlung ein. Ein naturbelassenes Paradies bietet die Möglichkeit zum Schwimmen oder sich an das Ufer zu legen. Das Altbachtal besteht aus dem vom Altbach durchflossenen Seitental des Inns und der durch zahlreiche Seen geprägten Region vor dem Eingang des Tals. Wer wandern gehen will, kommt beim Almrosenfest auf seine Kosten. Vor dem Almrosenfest gehen wir mit einem Biologen, der was dann einfach die ganzen Almrosenblüte und alles erklärt, gehen wir um das Widersberger Horn herum. Das ist eine ganz nette Wanderung, ist nicht anstrengend und da kann man das sehr schön sehen, da gibt es ganz viele Almrosen. Der Eintritt zum Fest ist frei. Die Gondelfahrt ist mit der Altbachtal-Seenland-Card kostenlos. Das Almrosenfest findet Ende Juni statt. Und auch danach wird das Altbachtal von Gästen frequentiert werden, die entweder die Natur oder die Kultur der Gegend genießen wollen.